Hallöchen Popöchen und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal und außerdem in meinem neuen Studio. Es ist möglich, dass die Kameraqualität vielleicht ein bisschen anders ist oder die Audioqualität. Also ich hoffe, hallo. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Hier ist alles noch recht leer, deswegen könnte es auch sein, dass es so ein bisschen hallt. Ich habe nämlich jetzt ein sehr großes Studio. Ihr kriegt irgendwann, wenn es komplett eingerichtet ist, eine eigene Tour. Vielleicht wisst ihr ja, dass ich umgezogen bin. Also ich bin von Baden-Württemberg nach Köln gezogen. Und hier habe ich jetzt ein großes Haus und ich kann mich hier jetzt so richtig breit machen. Ich habe auch ein eigenes Ankleidezimmer, deswegen eigentlich müsste ich mal so eine richtige Roomtour machen und ein separates Video zu meinem Studio. Aber momentan ist noch nicht alles fertig. Heute auf unserem Plan, was wir testen werden, beziehungsweise ich werde es testen und euch meine ehrliche Meinung geben, ist H&M Make-up. Vielleicht denkt ihr euch so, ja, boring, H&M Make-up. Ich persönlich wusste nicht mal, dass H&M Make-up hat, glaube ich zumindest. Bei uns im H&M gibt es zumindest keine Make-up-Produkte. Aber als ich in Finnland vor kurzem war, ich habe übrigens die Polarlichter gesehen, was sehr romantisch und schön war. Okay, ich weiche jetzt vom Thema ab. War ich auf jeden Fall im H&M, weil ich eine Mütze gebraucht habe. Story. Als ich aber in den H&M reingegangen bin, habe ich eine riesen Make-up-Theke gefunden. Ich habe sie so gesehen und dachte mir so, hä, bin ich im Sephora? Weil es sah wirklich so schön aus und die Make-up-Produkte waren so ästhetisch, dass ich dachte, nehme ich mal alles mit, das war wahrscheinlich gerade die falsche Handbewegung, und kaufe ein Full-Face H&M Make-up. Das werden wir jetzt testen. Ich habe keine Ahnung, ob man das in Deutschland bekommt. Habe ich mich jetzt nicht darüber informiert. Vielleicht kann man es online bestellen bei H&M, aber die Produkte sahen wirklich sehr, sehr süß aus. Ich kann es euch mal so ein bisschen zeigen. Hier zum Beispiel haben wir Blush und Highlighter. Hier haben wir eine Mascara und das ist so richtig, ne? Erinnert mich so ein ganz bisschen an Rare Beauty und an Road Beauty. Also es ist so sehr schlicht, ne? Sehr so minimalistisch, aber halt auch voll ansprechend. Und ich finde, das sieht halt richtig schön aus. Deswegen habe ich, wie gesagt, alles mitgenommen. Ein, zwei Produkte gab es nicht. Unter anderem auch Primer. Deswegen habe ich den jetzt schon drauf. Der ist jetzt schon eine längere Zeit drauf. Auch schon komplett eingezogen, aber das sollte passen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt mit Foundation an, nach dem Intro. Hier ist die Foundation, die ich mir mitgenommen habe. Die Verpackung sieht wirklich sehr klein aus. Aber es ist die Perfect Hydrating Foundation Skin Conditionizing mit SPF 15 und eine Sheer Coverage. Also gar nicht so komplett deckend, eher so eine leichtere Deckkraft. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Die Verpackung ist wieder sehr schlicht. Diesmal in so einem Beige-Ton und ich habe die Farbe 1W. Ich dachte irgendwie, das wäre so eine Glasflasche, aber es ist tatsächlich so ein Typchen. Ich gebe die Foundation jetzt erstmal so auf meinen Handrücken, würde ich sagen. Und what? Okay. Was? Also ich habe die zweithellste Farbe genommen. Und das ist wirklich schon enorm hell, oder? Also ich bin ja wirklich weiß, aber so ganz weiß bin ich jetzt auch nicht. Ich dachte irgendwie, die wäre so ein bisschen dunkler. Aber we will see. Ich trage die jetzt erstmal so ein bisschen mit meinen Fingern auf. Die riecht so ein bisschen wie die Schwimmbadtoiletten. Scheiße, Mann. Irgendwas stimmt mit mir heute nicht. Aber so riecht es auf jeden Fall. So, auf den ersten Eindruck würde ich sagen, sie ist mir vielleicht so ein bisschen zu hell. Aber wenn ich das jetzt so hier sehe, dann fällt mir auf, dass ich wirklich sehr hell bin. Also vielleicht könnte es auch passen. Zum Ausblenden nehme ich den besten Beauty Sponge der Welt. Und zwar meinen eigenen, aus meiner eigenen Kollektion, die schon längst nicht mehr verfügbar ist. Das ist echt traurig. Das ist einfach diesen Oktober, also Oktober 24, schon 2 Jahre her. Krass, oder? Sie lässt sich richtig schön ausblenden. Oh mein Gott, ihr seht es ja die ganze Zeit. Oh, ihr seht ja dieses Haar da hinten, was ich versteckt habe. Sie setzt sich so ein bisschen hier an den Nasenflügeln ab, was man auch nicht so gut verblendet bekommt da drin. Und hier bei meinen Unreinheiten ist es auch nicht ganz so gut. Das heißt, da wo man so Unreinheiten hat, sitzt die Foundation nicht besonders gut. Aber dort, wo die Haut clean ist und ebenmäßig, kann man es auf jeden Fall machen. Also die Foundation würde ich dann empfehlen, wenn ihr wirklich eine gute Haut habt und so eine ganz leichte Foundation sucht. Dann geht es weiter mit Concealer und hier habe ich einen, der ganz klassisch und überhaupt nicht special aussieht, und das ist der Cover Me Up Correcting Concealer Medium Coverage. Also auch wieder so eine mittlere Deckkraft, nicht so eine fette Deckkraft, wie so zum Beispiel der Tarte Shape Tape oder so. Erinnert mich so ein bisschen an Apotheken-Make-up tatsächlich. Ich gebe jetzt mal so ein bisschen mehr auf. Ich habe die letzten Tage nämlich nicht besonders viel geschlafen und der hat ja eher so eine mittlere Deckkraft, deswegen
viel hilft viel. Ich habe voll oft das Gefühl, dass es so zwei Fronten gibt. Entweder liebt man H&M oder man liebt Zara. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich war in meinem Leben, lasst mich nicht lügen, vielleicht 2 oder 3 Mal bei Zara. Ich bin da ganz, 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 ganz selten. Und auch nur dann, wenn Freundinnen oder Freunde von mir da rein wollen, weil ich bei Zara nie was finde. Ich bin auch nicht besonders oft bei H&M, aber wenn ich bei H&M bin, dann finde ich meistens schon irgendwas Passendes. Aber irgendwie mit Zara habe ich es nicht so. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, zu welchem Team ihr gehört. Seid ihr eher Team Zara oder Team H&M? Der Concealer hat sich super schön verblenden lassen und er hält unter meinem Auge auch sehr schön auf. Also es sieht super frisch aus. Während ich den Concealer jetzt noch verblende, wollte ich euch übrigens ganz kurz eine Statistik einblenden, denn sehr viele von euch da draußen gucken regelmäßig meine YouTube-Videos und kommen immer wieder zu meinem Kanal zurück, aber abonnieren ihn nicht. Und ich würde mich super, super, super freuen, wenn ihr einfach meinen Kanal hier unten kostenlos abonnieren würdet. Ihr bekommt regelmäßig Content, ich gebe mir sehr viel Mühe und dann können wir die Statistik vielleicht ein bisschen ändern. Und damit bin ich auch fertig mit dem Concealer verblenden. Hoffentlich geht es genauso gut weiter, denn ich habe hier einen Bronzer-Stick, der so cool aussieht. Ich weiß nicht, ich habe euch ja gerade eben, beziehungsweise vorhin, schon das Packaging gezeigt und ich finde, das sieht einfach so richtig schön und schlicht aus. Das Einzige, was mich hier so ein bisschen verwirrt, hier außen an der Verpackung sieht man, dass der Bronzer so glitzert. Fände ich, glaube ich, jetzt nicht so cool. Oh mein Gott, das ist gar kein Bronzer. Ich bin so dämlich. Das ist gar kein Bronzer. Wieso dachte ich, dass es Bronzer ist? Ich glaube, es sah irgendwie in der Theke so aus, weil es halt so ein aschiger Ton ist. Aber hier steht jetzt drauf, Color Stick for Cheeks, Lips and Eyes. So schaut der aus und ihr könnt wahrscheinlich auch schon sehen, der wäre mir so oder so wirklich zu dunkel. Für die Augen würde das gehen, vielleicht benutzen wir ihn der Spezer. Aber als Blush oder als Highlighter oder auch für die Lippen wäre mir das Ganze wirklich zu dunkel. Deswegen lege ich den mal auf die Seite, vielleicht kommen wir da später noch drauf zurück. Ich bin jemand, ich denke immer gerne mit und hole manche Sachen auch gerne doppelt, einfach um sicher zu sein. Und ich habe hier einen Bronzer, das ist kein Stick-Bronzer, also kein Creme-Bronzer oder Liquid-Bronzer, sondern ein Puder-Bronzer, den werden wir also gleich benutzen. Davor werden wir richtiges Puder benutzen und das kommt hier auch in so einer richtig, ja, knalligen Verpackung. Diesmal so ein bisschen anders als die anderen Verpackungen, weil es wirklich sehr auffällt. Bei der H&M Make-Up-Theke gab es übrigens auch so eine richtig, richtig süße Valentinstags-Kollektion. Ich musste mich da so ein bisschen zurückhalten, dass ich nicht alles mitnehme. Ich habe Tuchmasken mitgenommen und Eyepatches und so voll das süße Haarband. Aber das fand ich irgendwie auch cool zu sehen, dass H&M da auch irgendwie so auf die Trends, sag ich jetzt mal, mit aufspringt oder irgendwie sich, ja, mit den Make-up-Produkten so ein bisschen anpasst. Das Puder ist das Perfect Finish Icon Puder. Ich habe hier die Farbe 11C und im Gegensatz zu den anderen Produkten ist das hier, fühlt sich sehr qualitativ an, also ist auch voll schwer. Ich finde das Packaging richtig cool, obwohl es einfach nur rot ist und extrem schlicht. Hier steht dann H&M Beauty drauf. Muss ich irgendwie sagen, hat das was. Also irgendwie fühlt man sich so ein bisschen reich. Das Puder ist auch magnetisch, was es auch nochmal hochwertiger wirken lässt. Und so sieht es von innen aus. Also wirklich, ja, eigentlich die perfekte Farbe, würde ich sagen. Normalerweise würde ich jetzt mit einem Pinsel in das Puder reingehen. Aber ich sehe total oft momentan auf Social Media, dass es anscheinend besser ist, wenn man so einen Powder Puff benutzt. Deswegen werde ich jetzt einfach den hier nehmen. Der ist witzigerweise auch rot. Und gehe hier rein. Okay, wow. Das Puder ist auf jeden Fall recht deckend. Damit hätte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Also es hat auf jeden Fall Deckkraft. Würde ich auf jeden Fall auch so weiter benutzen. Und das ist so ein Puder, was ich so in meine Handtasche gebe und dann einfach immer mit dabei habe. Also hier würde ich sagen, Daumen nach oben. Weiter geht es jetzt mit Bronzer. Und hier nehme ich ihn auch schon und der sieht auch wieder so clean aus. Gefällt mir richtig gut. Ich habe die Farbe Medium genommen. Ich habe ein bisschen Angst, dass es doch vielleicht ein bisschen zu dunkel werden könnte. Aber wir schauen jetzt einfach mal. Kommt hier wieder in so einer runden Verpackung, so wie eigentlich auch die meisten Bronzer sind. Und die Farbe ist wirklich echt richtig, richtig dunkel. Der Bronzer ist auch recht matt, also hier ist keinerlei Schimmerpartikel oder so drin. Und es gibt wieder einen Spiegel, was mir sehr gut gefällt. Und jetzt schauen wir mal. Ich hoffe, der ist nicht ganz so dunkel. Ich bin ganz vorsichtig. Er ist recht leicht pigmentiert, so wie es aussieht. Also man kann ihn, glaube ich, ganz gut aufbauen. Was bei mir auf jeden Fall schon mal einen riesen Pluspunkt bekommt. Okay, da war ich doch so ein bisschen zu
Okay. Also er ist auf jeden Fall pigmentiert, wie man sieht. Man kann ihn aber wirklich richtig gut aufbauen. Und die Farbe... Die Farbe ist mir ein Tick zu dunkel, glaube ich. Ich gehe hier nochmal mit dem Sponge drüber, denn an der Seite habe ich ein bisschen die Kontrolle verloren. Ich liebe einfach Cremeprodukte und es wäre so cool gewesen, wäre das ein Cremeprodukt. Und mit Puder-Bronzer komme ich tatsächlich nicht so gut zurecht. Ich finde, das wird halt super schnell fleckig und ich kriege das halt auch nicht immer so ganz so gut ausgeblendet. An sich die Farbe ist sehr schön, denn er geht gar nicht so ins Rötliche, sondern eher so ins Aschige, was ich wirklich sehr gut finde, damit man nicht immer direkt aussieht wie so eine Orange. Als nächstes kommt Blush und ich bin bei Blush immer sehr, sehr streng. Und hier haben wir ihn auch schon. Die Farbe sieht so schön aus. Die heißt Fruity Punch. Ist auch ein matter Blush, genauso wie der Bronzer. Nichts Schimmerndes. Kommt hier in der gleichen Verpackung. Blush ist einfach so meine Lieblingskategorie, deswegen freue ich mich immer, neue auszutesten. So sieht auf jeden Fall die Verpackung aus und so die Farbe. Das ist fast schon ein Lila, also es ist wirklich so ein richtig krasser Bärenton. Es sieht so schön aus und tatsächlich habe ich so eine Art von Blush, glaube ich, überhaupt nicht zu Hause. Also so dieses bärige, leicht lilafarbene habe ich nicht so oft. Wenn überhaupt, vielleicht gar nicht. Oha, okay. Keine Ahnung, ob man das sehen kann, aber auf dem Pinsel ist extrem viel Produkt drauf. Deswegen bin ich jetzt mal so ein bisschen vorsichtiger. Oh mein Gott, der sieht so schön aus. Wenn man ihn aufbauen möchte, dann funktioniert das Ganze richtig, richtig gut. Und man kann halt auch so einen soften Effekt erzeugen, was ich sehr nice finde. Also gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich wünschte jetzt im Nachhinein, dass ich mir so ein paar mehr Farben hätte mitgenommen, weil das ist tatsächlich die einzige Blushfarbe jetzt, die ich mitgenommen habe. Sie hatten aber noch ganz viele verschiedene andere Töne. Bevor wir weitermachen mit Highlighter, denn selbstverständlich habe ich noch einen Highlighter mitgenommen, würde ich sagen, machen wir die Augen. Und H&M hatte schon einige Lidschattenpaletten, aber ich muss sagen, ich war jetzt von keinem so richtig überzeugt. Dennoch habe ich eine mitgenommen. Und zwar die Eye Color Palette. Das war die Palette, die wirklich so am spannendsten aussah. Aber wie gesagt, es war jetzt an sich, die Auswahl war jetzt nicht so cool. Das Packaging hier, muss ich auch sagen, gefällt mir überhaupt nicht, weil es extrem billig aussieht. Es ist auch so richtig Plastik. Und ich hätte mich irgendwie gefreut, weil das hier, die Blushes, der Puder, der Bronzer sah so schön aus. Und das hier scheißt dann irgendwie so ein bisschen rein, wenn das so billig wirkt. Die Palette an sich sieht so aus. Und ihr seht schon, die hat brutal die Schimmertöne hier. Beziehungsweise es sind keine Schimmertöne, es sind eigentlich schon so Glitzertöne. Und ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was ich jetzt genau damit machen soll. Aber das war halt die Palette, die halt irgendwie am spannendsten war. Ich würde sagen, ich swatch die jetzt erstmal. Okay, die sind super soft. Also wirklich, das fühlt sich an, als wäre das fast schon so Vaseline-haltig. Aber die Farben sind ja... Oh, das ist ja geisteskrank. Es erinnert mich so ein bisschen an Festivalfarben. Die anderen Farben hier in der Palette sind matte Töne, außer der hier. Das ist auch so ein Schimmerton. Die anderen sind einfach braun-matt, wie ihr seht. Und damit werde ich jetzt irgendwas schminken. Ich habe mal wieder keine Idee, was ich schminke. Ich werde mich einfach leiten lassen. Ihr wisst, was ich meine. Während ich mich jetzt hier schminke, würde ich gerne noch von euch wissen, was ich besser machen kann. Ich habe so gemerkt, dass YouTube mir wirklich so richtig Spaß macht und ich würde so gern mehr Energie und noch mehr Liebe in YouTube reinstecken und wollte euch einfach da nach eurem Feedback fragen. Was gefällt euch an meinen Videos sehr gut? Was gefällt euch nicht so gut? Was könnte ich besser machen? Beantwortet mir das gerne unten in den Kommentaren. Ich bin sehr, sehr offen für eure Kritik. Gefällt euch das, dass ich immer alles erkläre, was ich mache, oder kennt ihr die ganzen Schritte schon und ich soll nicht so viel erklären über die Techniken? Ich möchte mich einfach hier weiterentwickeln und euch den bestmöglichsten Content bieten und deswegen bin ich natürlich auch da auf eure Hilfe angewiesen. Ich habe jetzt angefangen, hier diesen helleren Braunton zu verblenden und es hat super gut funktioniert. Die Farbe sieht richtig schön aus, lässt sich sehr weich verblenden und ist auch wirklich sehr, sehr gut pigmentiert. Voll das schöne Alltagsbraun. Ich benutze hier übrigens auch gerade diese neuen Pinsel von Essence, die neu rausgekommen sind. Und ich finde, die sind einfach so gut. Die sind richtig preiswert und die performen einfach auf dem Auge mega, mega gut. Mit dem dunkleren Ton, der übrigens auch enorm gut pigmentiert ist,
verdunkle ich das Ganze jetzt. Man hat so ein bisschen Fallout hier unten, aber das kann man ganz leicht mit so einem Pinsel wegwischen. Und dann ist es auch nicht weiter schlimm. Und jetzt ist es soweit. Das Ding ist, ich habe heute nicht so richtig Lust auf dieses Rot, obwohl es wirklich schon richtig nice aussieht. Ich denke aber, ich werde hier mit dem Silber gehen, denn das reflektiert in so richtig schönen verschiedenen Farben. Und ich könnte mir das einfach mega gut jetzt auf dem Auge vorstellen. Deswegen, das changiert auch so in verschiedenen Farben und sieht echt schön aus. Deswegen gebe ich mir das jetzt einfach mal hier drauf. Das ist wirklich so schön. Wow. Oha, das sieht so schön aus. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt noch so ein bisschen ins Rote und mische so das Rote so ein bisschen darunter, damit es noch so ein paar mehr Farben changiert. Das sieht wirklich richtig schön aus, oder? Jetzt nach dem Ergebnis, muss ich sagen, finde ich die so, so cool. Diese Glitzertöne reißen es halt so raus, weil die wirklich besonders sind. Also ich würde die Palette auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich hätte nicht gedacht, und das muss ich ehrlicherweise auch sagen, dass die Brauntöne so wunderschön aussehen. Und ich meine so, es sind Brauntöne, da kann nicht viel schief gehen. Aber die waren irgendwie nochmal so besonders schön. Und diese Glitzerpartikel auf dem Auge sind einfach ein Traum. Weiter geht es mit Eyeliner. Und hier war ich mal so ein bisschen mutiger. Und zwar habe ich einen bunten blauen Eyeliner mitgenommen, der wirklich sehr, sehr schön aussieht. Das ist die Farbe Cold Blue. Und es kommt hier in so einem ganz dünnen Applikator. Und wir werden jetzt einfach mal rausfinden, wie pigmentiert das Ganze ist. Ich werde es erstmal auf dem Handrücken ausprobieren. Okay, wow. Da sieht das Ganze auf jeden Fall schon mal sehr gut aus, dafür, dass es halt so ein helles Blau ist. Ich glaube, es könnte übrigens auch voll gut passen, weil es gibt da so Schimmerpartikel drin, die exakt dieses Blau sind. Ich werde mir jetzt einfach hier einen Eyeliner ziehen. Der stinkt so ein bisschen, muss ich aber ehrlicherweise sagen. Also der ist so ein bisschen, der riecht so ein bisschen nach Kleister. Der Applikator ist auch richtig nice, der ist richtig präzise. Und ich bekomme direkt Lust, noch weiter so zu malen und so einen krasseren Eyeliner zu machen, weil der wirklich so gut ist. Das ist jetzt die zweite Schicht und der Eyeliner hatte ich so ein bisschen oben abgestempelt. Man muss es also wirklich richtig gut trocknen lassen. Finde ich sehr, sehr schön. Ich kann wirklich absolut nichts Negatives sagen. Ich würde jetzt weitermachen mit Mascara. Und da habe ich diese hier. Die kommt wieder hier in diesem schlichten altrosa Verpackungsding und hat anscheinend so ein geschwungenes Bürstchen, also wie so eine Wippe. Und selbstverständlich habe ich die Farbe Black genommen. Packaging ist ziemlich süß mit diesen ganzen Linien und diesem wellenartigen. Erinnert irgendwie an so ein Zebra. Und das ist die Forever Curled Lash. Ich tusche jetzt einfach ganz normal meine Wimpern. Okay. Ich glaube, ich habe zu viel erhofft, weil die anderen Produkte so gut waren. Die Mascara ist sehr schwarz. Also sie hat wirklich eine schöne Farbe. Allerdings macht die Mascara rein gar nichts für meine Wimpern. Also man kann die sich legit einfach sparen. Sie verlängert meine Wimpern jetzt nicht. Sie trennt meine Wimpern irgendwie auch nicht so gut, obwohl das Bürstchen so, ja, echt vielversprechend aussieht. Und meine Wimpern sind straight nach unten. Also die liftet gar nicht. Finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, vielleicht hätte man hier eine bessere Formulierung finden können. Also meiner Meinung nach kann man sich diese Mascara wirklich sparen. Ich sag's ja immer wieder, die besten Mascaren gibt es einfach in der Drogerie. Meiner Meinung nach, hier bin ich schon so ein bisschen enttäuscht. Wir haben nur noch zwei Produkte, einmal Highlighter und einmal ein Lippenprodukt. Aber wir fangen selbstverständlich mit dem Highlighter an. Das ist der Glass Slipper Highlighter. Ist, glaube ich, so ein Champagnerton und kommt wirklich auch wieder in der gleichen Verpackung wie der Blush. Was ich sehr gut finde, denn dann kann man die Produkte so aufeinander stapeln. Das Einzige, was hier so auffällt, der Highlighter ist ein bisschen heller von der Farbe her. So sieht er aus. Auf den ersten Blick wirkt er etwas dunkel. Den Highlighter werde ich jetzt einfach mit dem Finger so ein bisschen aufgeben. Der scheint mir auch, ja, der ist ja rosa irgendwie. Der hat so einen rosa Schimmer, womit ich tatsächlich gar nicht so gerechnet habe. Ich gebe den mir zuerst hier so ein bisschen in den Innenwinkel. So ein bisschen unter die Augenbraue, aber gar nicht viel. Einfach so ein bisschen, damit es geliftet aussieht. Die Augenbraue muss ich gleich auch nochmal korrigieren, sehe ich gerade. Ein bisschen auf die Nasenspitze und auf den Nasenrücken. Der ist ja wirklich sehr süß, oder?
Das einzige Manko ist, er ist mir tatsächlich so ein bisschen zu dunkel. Das heißt, wenn ich hier straight in die Kamera reinschaue, dann sieht man hier so einen dunklen Schatten. Und wenn ihr das seht oder im Spiegel bei euch selber, dann ist es für euch ein Signal, dass der Highlighter etwas zu dunkel ist. Wenn ich so zur Seite gehe, dann fällt es nicht auf. Was habe ich denn? Ah, das ist ein Pickel. Mein Pickel. Von der Seite fällt es nicht so arg auf, aber wenn man dann vorne reinschaut, dann sieht man schon, dass der etwas zu dunkel ist. Trotzdem ein sehr süßer Highlighter. Ich gebe mir jetzt noch so ein bisschen überhalb der Lippe. Ich hoffe wirklich sehr, dass die Lippenfarbe, die ich mir ausgesucht habe, jetzt zu dem Look passen wird. Das ist die Farbe Ginger Snape. Sarah Snape Dumbledore. Auch der Lippenstift kommt wieder in einer sehr, sehr simplen Verpackung. Allerdings fühlt sich das Ganze sehr hochwertig an, so ein bisschen wie Metall. Und ihr hört's, es ist magnetisch, wunderschön, erinnert mich so ein bisschen an einen Herbstnachmittag. Kann sein, dass es zum Look jetzt nicht ganz so gut matcht, aber oh mein Gott, die Farbe ist so schön. Sehr samtig, der Lippenstift, super pigmentiert, auch überhaupt nicht trocken. Man hat wirklich ein gutes Gefühl. Und die Farbe ist, finde ich, sensational. Also mir gefällt die Farbe richtig gut. Ich merke gerade, dass ich viel zu wenig in meinem Alltag oder allgemein dunklen Lippenstift trage. Aber es sieht so schön aus. Ich verstehe nicht, warum ich so wenig trage, weil ich mag es wirklich gerne. Das Ganze würde noch so ein bisschen sauberer aussehen, hätte man einen Lip Liner davor aufgetragen. Aber auch ohne Lip Liner funktioniert es wirklich gut. Es ist null fleckig. Es ist alles eine Farbe. Es sieht wirklich sehr, sehr sauber aus. Und es gefällt mir sehr gut. Also ich kann überhaupt nichts Negatives sagen. Ich trage mir jetzt noch ein paar Lashes auf und dann sehen wir uns zum Fazit wieder. So, das ist jetzt der fertige Look. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie euch der Look gefällt und wie ihr die einzelnen Produkte fandet. Ich bin ziemlich happy, dass der Look so gut geworden ist und auch, dass ich die Produkte so weiter benutzen kann, ohne dass sie irgendwie richtig schlecht sind oder ich sie verschenken muss. Denn ich werde definitiv die Produkte in meinem Alltag einbauen, weil ich sie wirklich gut fand. Und falls ihr irgendeine H&M-Filiale kennt, die diese riesen Make-up-Theke in Deutschland hat, dann bitte lasst es mich wissen. Denn würde es so eine große Make-up-Theke geben, wie jetzt zum Beispiel in Finnland, würde ich viel öfters zu H&M gehen, um mich da einfach so ein bisschen umzuschauen und durchzustöbern. Also schreibt mir unbedingt in die Kommentare, gibt es wirklich so eine große Make-up-Theke in irgendeinem H&M? Falls ich auch mal Make-up testen soll von anderen Modeketten, vielleicht von Zara oder von Gucci oder sowas, lasst mich das unbedingt unten in den Kommentaren wissen. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du den Kanal hier unten kostenlos abonnieren würdest und die Glocke aktivieren, dann verpasst du nie wieder ein Video, wenn ich eins hochladen sollte. Und jetzt machen wir noch eine ganz wichtige Sache und zwar grüßen wir 3 Leute aus der Community, die meinen Kanal abonniert haben, Daumen nach oben gegeben haben und einen Kommentar geschrieben haben. Ich grüße einmal ganz, ganz herzlich von tiefstem Herzen raus Emilia, Monika und zuletzt noch I love Pinguin. Ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte Paula sein. Viele liebe Grüße an euch 3 da draußen. Fühlt euch alle gedrückt und geküsst. Vielen Dank für diesen krassen Support. Und falls du in meinem nächsten YouTube-Video gegrüßt werden möchtest und eingeblendet werden möchtest, dann wie gesagt einfach abonnieren, Daumen nach oben, Kommentar schreiben und schon hast du die Chance, in meinem nächsten Video vorzukommen. Woohoo! An dieser Stelle fühlt euch alle gedrückt und geküsst. Seid bitte lieb zu euren Mitmenschen. Das ist unfassbar wichtig, wie ihr wisst. Und bis dann. Tschüss.